Laryngoskopie ist eine Lungenspiegelung. Dafür haben wir feine, biegsame Geräte, die an der Spitze eine Miniaturkamera haben. Diese Kamera liefert uns heutzutage Bilder in HDTV-Qualität. Wir fahren mit diesen feinen Geräten über die Atemwege, also den Rachen, die Luftröhre, in die Tiefe der Lunge. Das Gerät hat auch einen sogenannten Arbeitskanal, über den man einspülen und absaugen kann und über den man auch mit feinen, biegsamen Zangen Gewebsproben aus der Lunge nehmen kann. Die Bronchoskopie ist für uns zum einen eine sehr wichtige diagnostische Methode geworden, um Erkrankungen exakt zu diagnostizieren. Beispielsweise bei Infektionskrankheiten, wenn eine Standardbehandlung nicht wirksam ist, um exakt festzustellen, welche Keime in der Lunge vorhanden sind. Ganz wichtig auch bei Tumorerkrankungen der Lunge. Tumore sieht man ja zunächst mal in der Röntgendiagnostik, im CT. Das Wissen um die Tumore ist aber heute enorm gewachsen und eine sehr exakte Diagnostik ist wichtig für eine zielgerichtete Behandlung. Deswegen brauchen wir ein Gewebstück des Tumors, was sehr detailliert vom Pathologen bis in die molekulare Diagnostik hinein untersucht wird. Auch bei den sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen, also Erkrankungen des Lungengerüstes, braucht man häufig eine Gewebsprobe, die wir heutzutage bronchoskopisch gewinnen können, um eine exakte Diagnose zu stellen. Zum anderen können wir über das Bronchoskop auch behandeln. Auch hier wieder vor allem bei den Tumoren. Tumore können häufig Engstellen an den zentralen großen Atemwegen auslösen und wir können dann bronchoskopisch die Atemwege wieder befreien und Atemnot lindern. Es haben sich in den letzten Jahren aber auch Methoden entwickelt, bei anderen Erkrankungen bronchoskopisch zu behandeln. Da möchte ich die COPD und das Lungenemphysem nennen, wo die Lunge sich oft sehr stark aufbläht durch eine Verengung der kleinen Atemwege und wo wir durch bestimmte Implantate auch die Lunge entblähen und dadurch auch Atemnot lindern können. Eine Bronchoskopie tut nicht weh. Da kann man absolut beruhigen, denn in den Atemwegen und in der Tiefe der Lunge gibt es keine Schmerzrezeptoren. Da gibt es natürlich andere Rezeptoren, die vor allem Husten und Schutzreflexe auslösen. Deswegen ist für eine Bronchoskopie eine Begleitmedikation erforderlich. Die besteht einmal in einer Betäubung der Schleimhaut und auch in Kombination mit einer Schlummerspritze, die den Patienten sanft schlummern lässt oder sogar bis hin zu einer Vollnarkose, auch wenn ein größerer, längerer Eingriff geplant ist, sodass der Patient diese Untersuchung nicht miterlebt und erst aufwacht, wenn alles fertig ist. Häufig kommt dann sogar die Frage des Patienten, wann geht es endlich los?